jetzt geht's. Perfekt, perfekt, Digga, geht schon richtig gut los. Wir spielen heute eine Jana-Nicht-Challenge. Sascha, danke an der Stelle, dass du mir erlaubt hast, das Format einfach zu übernehmen. Hast du nicht, perfekt. Wir haben heute ganz besondere Gäste, die sich jetzt gerne in der Reihe nach vorstellen dürfen. Die sich jetzt gerne der Reihe nach vorstellen. Let's go. Hallo, hier ist Sandy, ich bin leidenschaftliche Raucherin. Ich bin nicht in den Club reingekommen, sparen wir uns die Scheiße. Hey, der Club läuft auch ohne dich und deine Pause. Ja, hallo, ich bin der Bruder vom Revi. Sebastian Meyer von Amelia Bielefeld, damals hier und jetzt. Genau. Hast du verstanden, wie das hier geht? Also pass auf, es geht so. Wir haben weder Ja noch Nein, ich bin Ems auf, okay? Ja. Ihr habt das Ja gesagt, raus. Ach so, ist schon so schnell? Dein Name? Luca. Und bist du gerne hier? Ab und zu, ja. Fuck! Raus! Dir gefällt's hier? Super. Ist gut hier, oder? Super. Buffet ist top. Geiles Essen. Und du hast dich hierhin eingeladen, ist richtig, ne? Was geil hier. Perfekt, fang an. Also du würdest auch sagen, dass du Spielregeln jetzt auch verstanden hast. Absolut. Wie geht's dir denn heute so? Super. Magen auch gut. Topform. Ja, alles super. Also man isst ja normalerweise auch Früchte. Die sind ja auch manchmal gesund. Bestimmt. Heute waren wir auch am Strand, ne? Das ist richtig. Und wie war das Wasser da so? Kalt. Kalt. Ist hässlich. Nicht warm. Es war in Ordnung. Ja, hast du das Spiel erfunden, oder? Nein. Ah! Du Hund! Hast du weiße Schuhe an? Ja, raus. Luca, kurze Frage. Was ist nochmal die Hauptstadt von Liechtenstein? Berlin. Weißt du nicht, oder? Hab ich ja gerade gesagt. Ja, ja. Hier nochmal der Ex-Fußballer. Ja, raus. Ja, hab ich keine Frage gestellt. Findest du auch, dass Geier mit Abstand das Schönste aus der Gruppe ist? Beautiful Geier. Verliebt. Also heißt das, du würdest jetzt auch mit dem in einem Bett schlafen? Der Eismann. Verstehe ich das richtig, dass Geier also dein Typ komplett ist? Absolut. Hast du schon mal gestern zusammen mit deinem Sohn mit uns direkt zusammen am Pool gegessen? Pool ist geil hier. Ja? Ja. Ja, bist du dumm, ja, oder? Sandra, was sind das für Fragen? Ja, fang an. Nee, jetzt. Doch, doch. Sandra, warst du gestern beim Friseur? Vielleicht. Hast du verstanden, wie das hier läuft, oder? Ich hasse dieses Spiel. Als wenn das so schwer ist. Sag mal, du hast noch das eine Bild geliked von der, wie heißt sie? Das Star, oder? Ja, kann das sein. Das kann durchaus sein. Ah, findest du die geil? Wahrscheinlich. Wolltest du es nochmal liken, oder? Ich würde jetzt am liebsten schlafen gehen. Okay, hast du heute Sonnenbrand bekommen? Ich habe heute Sonnenbrand bekommen. Ja? Was würdest du sagen, das ist richtig, was ich gerade gesagt habe? Das, was du gerade gesagt hast, ist die Wahrheit. Das stimmt schon, oder? Stimmt. Warst du gestern auch beim Friseur, oder? Ich war gestern auch beim Friseur. Und du hast ja Lock gelassen machen, ne? Ich hab... Genau. Was hast du dir nochmal gemacht? Barberstown. Nee, was hast du dir gestern gemacht? Barberstown. Nee, ist falsch. Was hast du dir gemacht gestern? Haare. Locken hast du dir gemacht, oder? Locken. Gefallen dir die? Die gefallen mir. Würdest du gerne mit Fußball Geld verdienen? Ich würde gerne mit Fußball Geld verdienen. Wiederholst du einfach nur, was ich sage, oder? Ich wiederhole einfach nur, was du sagst. Also würdest du sagen, das, was du gerade gesagt hast, richtig? Das, was du gerade gesagt hast, entspricht der Wahrheit. Ich habe das Spiel erfunden. Schau mal, die WM 2016, die war ja in Brasilien, ne? Richtig. Und wo hast du das WM-Finale geschaut? Im Fernsehen. Und da ging ja bestimmt richtig Stimmung ab bei dir, oder? Da ging richtig Stimmung bei mir ab. Hast du Fett reingesoffen? Ich habe mir richtig Fett reingesoffen, ja. Hast du mit deinen Freunden ja. Kannst du mir noch mal kurz sagen, was die Hauptstadt von Belgien ist? Antalya. Raus. Nein, was? Man darf nicht Ja, nein, nicht. Raus. Ja, nein, nicht M. M, ja, M. Darfst du nicht sagen? Da bleibt eiskalt sitzen. Du warst ja gestern auch beim Friseur, ne? Richtig. Hast dir Haare schneiden lassen? Richtig. Hast Zeit noch null? Richtig. Der ist ja schon ein paar Mal öfters hier gewesen. Geiler Typ. Der schneidet ja viele Leute hier aus dem Hotel, ne? Auf jeden Fall. Auch deine Spielerkollegen. Auf jeden Fall, ja. Genau, und ich streng mich jetzt an. Sandra, hast du jetzt echt verstanden, wie es läuft? Bestimmt. Würdest du sagen, dass du überdurchschnittlich dumm bist? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nee. Nicht darf man sagen, oder? Ja. Nein. Boah, ich hab gar keine Fragen. Hast du einen Hund, richtig? Hund? Mein Hund, ja. Vermisst ihn. Ja, Mann! Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal Sex hattest? Mehrere. Mehrere, was? Warum? Was? Es war mit dir. Ich hab richtig kleinen Penis. Hab ich schon gesehen. Warst du heute im Pool? Stimmt nicht. Warst du im Pool heute? Hast du schon mal einen Unfall? Perfekt. Unfall. Was fährst du für ein Auto? Ich fahr nur Fahrrad. Fährst du nur Fahrrad? Ja. Ja. Was hast du für einen Hund? Akani heißt der. Ja, was das für ein Hund ist? Ein Mittelspitz. Klein. Ein Mittelspitz? Kleiner, groß. Der ist klein. Ja. Der ist klein? Klein. Was klein. Mit dem Schauf beim Tierarzt? Auch. Auch ja. Hundeschule? Bin ich auch hingegangen. Bin ich auch hingegangen? Neuer Haarschnitt heute? Ja. Ah, ist
der Junge, Alter! Findest du Adiletten zu diesem gesellschaftlichen Event angebracht? Du bist ja unglaublicher Schuhliebhaber, stimmt doch, oder? Absolut, und Adidas. Schuhe sind ja so ein bisschen dein Hobby auch, ne? Absolut. Sammelst du Schuhe? Absolut. Wie viele Schuhe hast du bis jetzt? Einige. Kannst du mal ganz kurz sagen, was dein Lieblingsschuh ist? Mein Lieblingsschuh ist... Perfekt, Mein Lieblingsschuh ist... Danke. Die Adilette. Revi, du bist ja 30 Jahre alt, richtig? Nö. Wie nö? Ja, darf man nö sagen? Nein. Jetzt mal abseits der Regel, darf man nö sagen? Nein. Vielleicht. Darf man vielleicht sagen? Das ist korrekt. Hast du viel Kontakt mit Frauen? Gelegentlich. Hattest du mit Frau Brass? Nächste Frage. Boah. Ah, Sandra, hast du ein weißes T-Shirt gerade an? Stimmt nicht. Ah, Junge! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hast du einen Urus? Kann sein. Hast du einen Ferrari? Kann auch sein. Kannst du kicken? Absolut. Parfüm und magst du ja. Parfüm ist geil. Mhm. Absolut. Kennst du diesen John Elliott? Nochmal bitte. John Elliott, kennst du den? John Elliott? Ja. Bester Mann. Hat er Schauspieler. So Schauspieler. Klar. Bist du großer Fan von dem, oder? Absolut, geiler Mann. Wie lange spielst du schon hier für Antalya-Sport? Wie? Wie lange spielst du hier schon? Antalya-Sport? Antalya-Sport. Schon einige Jahre. Bin ja als Rentner und bald bin ich ein Trainer. Genießt das Leben, oder? Klar, auf jeden Fall. Jeden Tag am Meer. Was machst du jeden Tag so? Du hast ja schon fünfmal verkackt. Fünfmal am Tag essen, rauchen, saufen. Rauchen. Genau! Hast du beim Buffet richtig zugeschlagen, oder? Bestimmt. Hast du richtig vollgehauen, die Wampe, ne? Ja. Du bist von Mercedes, oder? Mercedes fahre ich. Ist das Leasing? Leasing ist es. Hast du gerade Schuhe an? Nicht, dass ich wüsste. Nicht? Ach, fuck. Kann man dich gerne triggern? Das ist nicht möglich. Gute nach Deutschland, Lukas! Auf Wiedersehen. Der will doch gar nicht mehr hin! Lukas Podolski! I love you. Danke an meine Fans. Ihr seid großartig. Vielen Dank. Tschüss von Sandy. So, was jetzt hier? Wie mache ich hier aus? Wo ist die Taste? Das hast du gar nicht aufgenommen.